Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem siebten C++ Anfänger-Tutorial. Heute wird es ein sehr kurzes Tutorial, denn es geht lediglich um Arrays. Arrays, das sind, wie soll ich es sagen, das sind einfach nur von einem Typ von Variablen mehrere Bits bzw. Bytes hintereinander, sodass man mehr Sachen speichern kann. Sprich, zum Beispiel, wenn ich euch jetzt zeige, wie begrenzt wir mit Char-Variablen sind, denn die können ja bisher nur einen Buchstaben speichern, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass man damit nicht ganze Benutzernamen speichern kann, ohne dass man ein Array benötigt. So, das werde ich euch jetzt mit dem Username zeigen. Der Benutzer soll lediglich den Username eingeben und ja, den Rest solltet ihr eigentlich schon kennen. Also Username und dann wird das einfach ausgegeben. Der eingegebene Username ist oder war Username. Gut. Wenn ich das jetzt ausführe, sollte man den Benutzernamen eingeben. Gebe ich zum Beispiel JamaikaTV ein. Und was kommt? J. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass der Benutzer den vollständigen Username sehen kann. Erst einmal lösche ich das hier, denn dann ist er schön in einer Reihe und sieht besser aus. So. Zum anderen müssen wir ein Array erstellen. Und ein Array erstellt man sehr, sehr einfach. So, es gibt natürlich mehrere Arten von Arrays, aber erstmal die simpelste. Und das ist die eindimensionale Array. Beziehungsweise das eindimensionale Array, das man mit zwei eckigen Klammern, einmal eckige Klammern auf und einmal eckige Klammern zu, erstellt. Und dann gibt man den Wert an, wie viele Arrays bzw. wie viele Variablen von diesem Typ man benötigt. So, wir möchten einen Benutzernamen, dazu sind 20 bis 30 Zeichen Maximum eigentlich relativ gut. So. Jetzt werden wir dasselbe nochmal ausführen. Natürlich werde ich jetzt wieder den Benutzernamen JamaikaTV eingeben. JamaikaTV. Und diesmal hat es geklappt. Wir können jetzt also mehrere bis zu 20 Zeichen speichern. Gut. Sie fragen sich vielleicht jetzt, wozu man das benötigt. Aber das ist eine sehr einfache Antwort. Zum Beispiel, wenn man ein Adressbuch schreibt, dann fragt man die Person nach ihrem Vorname, Nachname und so weiter. Da kann man zum Beispiel Vorname 20 Zeichen, Char Nachname ebenfalls 20 Zeichen oder sogar 30, wer weiß. So, dann kann man den Benutzer einfach fragen, cout Vorname. Und dann halt den Nachnamen. Gut. Und wenn er das dann eingegeben hat, dann kann man dann zum Beispiel einen schönen Text ausgeben wie Hallo, Vorname, dann Leerzeichen und Nachname und dann wird man halt schön begrüßt. Pascal Ramirez Lerch. So. Oh, jetzt habe ich es vergessen, aber egal. Jedenfalls möchte ich euch noch darauf ein weiteres Problem zeigen. Und zwar sage ich jetzt, dass der Vorname der Name ist. Das werde ich dann so machen. Und erhöhe das einfach mal zu 50. Gut, dann werde ich das einfach so entline. Muss ja nicht schön sein. Hauptsache, ich zeige euch kurz das Problem. Und zwar, so, und jetzt werdet ihr sehen, dass da nur Pascal steht. Wieso ist das so? Das ist ganz einfach. Also es wird jetzt nur ausgegeben, es wird alles das ausgegeben, was vor einem Leerzeichen steht. Sprich, wenn ich hier jetzt Pascal
Schrägstrich Ramirez leer schreiben würde, dann müsste theoretisch, wie ich schon sagte, dieser Term bzw. dieser Name ausgegeben werden und danach nichts mehr. Mal gucken. Und so ist es auch. Ein Leerzeichen wird nämlich in der Programmierung so angegeben, hier in C++, mit einem Backslash und einem 0 dahinter und deutet auf das Ende von dem Array hin, beziehungsweise von dem Char-Array. So. Aber naja, das werden wir später alles noch kennenlernen. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber naja, jetzt kommt jetzt erstmal der zweite Typ von Array, den ich euch zeige, aber da muss man das dann direkt definieren. Sprich, man muss direkt einen Wert übergeben, beziehungsweise einen Namen oder sonst irgendwas, einen Text halt. Und da muss man nicht festlegen, wie viel Arrays, beziehungsweise wie viele Typen, wie viele Variablen von dem Typ man möchte, sondern man schreibt einfach dahinter den Text. Sogar mit Leerzeichen geht das hier. So, dann kann man den Namen einfach ausgeben. Hallo, Name. Ja, gebe ich ein. Sage ich einfach so. Dann müsste Hallo, Hallo Pascal stehen und da steht Hallo, Hallo Pascal. So, also immer merken. Hier kann man dann direkt den Namen festlegen, ohne direkt zu wissen, wie viele Zeichen dieses Wort hat, beziehungsweise diese Wörter oder der Satz, je nachdem. Und je nachdem wird dann halt die Größe verändert automatisch. Die andere Möglichkeit ist halt von Anfang an die Größe festzulegen, die maximale Größe, und dann kann man halt den Benutzer entscheiden lassen, was er dort eingibt. Aber der Nachteil ist halt, die Leerzeichen werden sozusagen als Ende markiert und dann geht es halt nicht mehr weiter. Gut. Ja, im nächsten Tutorial werde ich euch dann zeigen, wie ihr Schleifen macht oder wozu Schleifen sind. Und dann werden wir ein schönes Feld ausgeben, sprich das, ja, so ein X-Feld. Das sieht man dann zum Beispiel 5x5-Feld, wo dann ja, jedes Zeichen ein X ist. Und das ist dann halt wie so ein Viereck oder ein Feld oder je nachdem, wie man es nennen will. Gut, aber für heute war es das jetzt erstmal. Und ja, bevor ich jetzt zum Ende komme, sage ich nochmal kurz das Wichtigste. Ja, das Beste kommt nämlich immer zum Schluss. Diese Arrays, die kann man natürlich auch für jede andere Variable machen. Nur dann muss man halt je nach Typ dann den Wert angeben. Gut, das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Programmieren. Tschüss!